Hallo, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder einen Vlog von uns. Ich habe mich soweit schon fertig gemacht und den Kleinen. Und die Bella ist auch schon startklar. Wir wollen nämlich eine Runde Gassi gehen jetzt. Ne Bella, da freust du dich, ne? Da freust du dich jetzt, gell? Ja, und dann habe ich noch einiges geplant. Ich muss noch in die Stadt, kurz zu DM, weil meine Creme leer ist. Und zwar diese hier. Ja, das ist meine liebste Creme. Schaut. Ja, die brauche ich und noch so ein paar andere Sachen bei DM. Ansonsten kochen wir wieder gemeinsam eine Runde und ein Paketchen hat sich angekündigt. Also ich habe die E-Mail bekommen. Ich hoffe, dass das auch klappt. Also irgendwie ist es total komisch. Ich habe gestern zum Beispiel ein Paket wieder zurückbekommen von Hermes. Obwohl wir an dieselbe Person zwei Pakete verschickt haben, ist eins wieder zurückgekommen. Und die Adresse war natürlich identisch, alles gleich. Ja, Karton halb aufgerissen. Also das war allerdings Hermes. Und das Paket von heute, das bringt, glaube ich, UPS. Oh, ich bin mir gar nicht sicher. Ist ja auch wurscht. Ihr werdet es mitbekommen. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde raus. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Ja, genau, Bella, leg dich direkt vor mich. Wir sind ready. Schön warm eingepackt. Hm, Bella, gehen wir Gassi? Gehen wir Gassi? Hm? Ja, ne? Ja, ne? Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just. Der Postbote war da. Wer hat das Paket denn aufgemacht? Hm, wahrscheinlich mein Mann. So sieht es aus. Für unseren kleinen Schatz. Das ist noch drin. Bin ich mal gespannt. So, wir sind wieder da. Ah, oh, das war schön. Zwar frisch, aber das tut echt gut. Auch für den Kreislauf. Mütze mal da ablegen. Der kleine Mann ist jetzt nochmal eingeschlafen. Und ich überlege gerade, weil ich euch ja noch die Sachen zeigen wollte, die wir für ihn bei Zara gekauft haben, beziehungsweise die Sachen, die wir für den Alessandro gekauft hatten. Da hatten nämlich ganz, ganz viele auf Instagram geschrieben, ob ich das nicht zeigen könnte. Da habt ihr nämlich mitbekommen, dass wir shoppen waren und das mache ich heute noch. Aber wir kochen jetzt erstmal gemeinsam eine Runde, weil die Jungs dann kommen. Und weil ich jetzt gerade darüber schaue, die haben tatsächlich die Kaffeemaschine gebracht. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben super lang drauf gewartet. Ihr habt es im letzten Vlog mitbekommen. Die wurde abgeholt. Ich sag's euch, wartet, am 10. wurde sie abgeholt. Und heute ist der 24. Unglaublich. Und es ist ganz egal, was an der Maschine kaputt ist. Da muss man so einen festen Preis bezahlen. Und zwar sind es 279 Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Und das ist wirklich nicht das erste Mal, dass die abgeholt wurde. Und ja, das ist natürlich total ärgerlich. Also, Neff, ich bin so sauer. Ich weiß, dass sie das Video nicht sehen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, aber es ist echt nervig. Und ganz, ganz viele haben geschrieben, dass sie dasselbe Problem hatten. Und die Spediteure haben uns erzählt, dass das bekannt ist, ja, bei der Kaffeemaschine. Naja, gut, egal. Was wollte ich euch noch erzählen? Nix. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Küche, kochen eine Runde und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau, ich bin voll außer Atem. Sorry. Der wird ganz schön schwer mit der Zeit. Was macht dann jetzt schon wieder? Max, was machst du da? Lass den in Ruhe, wenn er jetzt schon schläft. Ich konnte kaum essen, weil ich ihn die ganze Zeit auf dem Arm hatte. Und jetzt habe ich ihn mal da reingelegt. Ich zeige euch jetzt die Sachen. Und ich habe das Essen, glaube ich, gar nicht weiter gefilmt. Ne? Ich hatte so Hunger. Und mit einer Hand essen den Kleinen auf den Arm. Und ja, da hat es jetzt mit der Kamera nicht so gut geklappt. Aber ich glaube, es hat geschmeckt. Max, hat es geschmeckt? Ja. Dir bleibt nichts anderes übrig, Max, das jetzt so zu sagen. Also gut, dann kommt, ich zeige euch die Sachen. Und ja, auf meinem Tisch ist noch der Adventskranz und ja, da hängt es auch noch. So ist es halt bei uns.
Der Maxe hat auch schon dieses Teil zusammengebaut in der Zwischenzeit. Richtig cool. Tada! Das ist angekommen, habt ihr ja gesehen. Und hier ist der Hochstuhl. Und diese Wippe kann man dann hier drauf machen, sodass man das Kind auch am Tisch mit dabei hat. Und das finde ich richtig klasse. Da bin ich echt gespannt, wie der Liam das findet. Und ja, ich finde es auch total stylisch. Gefällt mir total gut. Und ich habe ja den Max darum gebeten, das zusammen zu bauen, weil ich gedacht habe, das wäre voll der Act. Und er hat gesagt, Mama, man muss einfach nur die Füße da dran machen. Mehr war es nicht. Das hätte ich auch noch geschafft. Die Federwippe habe ich nämlich zusammengebaut. Und ich hasse sowas. Das ist für mich das Allerschlimmste. Aber das habe ich hingekriegt. Und da bin ich ganz schön stolz. Naja, aber es war jetzt auch kein Act. Okay, ich gebe es zu. Aber hey, ich habe es hinbekommen. Also, jetzt zeige ich euch schnell die Sachen, bevor der kleine Mann wach wird. Also, wir fangen mit den Sachen vom kleinen Mann an. Und zwar, wartet, ich stelle euch mal eben ab. So, die Bella ist auch mit am Start. Seht ihr mich? Jawohl. Also, und zwar waren wir bei Zara. Der Liam hat diesen Strampler hier bekommen. Fand ich total schön. Ganz kuschelig. Hier hinten noch. Und hier die Füßchen in Gelb. Der war reduziert auf 7,99 Euro. Ja, Bella, mach's dir bequem. Genau. Dann habe ich ihm noch ein Set gekauft. Und zwar habe ich einen Termin gemacht bei einer Fotografin, weil ich so süße Babybilder haben wollte. Und da wollte ich halt was Schickes. Aber ich glaube, dass es fast noch ein bisschen zu groß ist. Also so sieht es aus. Hier mit diesen Knöpfen. Und zwar ist es Größe 56-62, 19,99 Euro. Und die passende Hose dann eben dazu. So sieht es aus. Ja, und die Hose hat 14,99 Euro gekostet. Dann habe ich ihm noch ein paar Handschuhe mitgenommen. Und zwar diese hier bei Zara, auch reduziert, 3,99 Euro. Weil wir ja so viel draußen sind, damit er schöne, warme Hände hat. Wobei die definitiv zu groß sind. Aber ja, er wächst ja sehr schnell. Meine Schwester hat ihm dann noch was gekauft. Und zwar diese Hose hier. Und passend dazu dieses Oberteil. Also so hat sie sich das eben vorgestellt. Und ich finde auch, dass es super gut zusammenpasst. Und das Oberteil, das hat gekostet 7,95 Euro. Ja, auch der Stoff total schön. Freue ich mich auch schon drauf. Ganz schick. Und dann habe ich noch was mitgenommen. Ja, das ist natürlich noch viel zu groß. Aber es war auch reduziert. Und von der Größe her passt es ihm dann, wenn es eben draußen wieder ein bisschen wärmer ist. Für 2,99 Euro. Schaut euch das mal bitte an. Also das ist ja der Wahnsinn. Hier mit diesem Schäfchen und das Oberteil noch. Das sieht so aus. Das ist natürlich auch viel zu groß. Aber auch das hat 2,99 Euro gekostet. Und einen Schal hat er bekommen. Der hat gekostet 16,99 Euro. Genau, da steht es. 16,99 Euro. Jawohl. Und jetzt noch ganz kurz die Sachen vom Lissandro im Schnelldurchlauf. Vom Sir Oliver hat er sich diesen Pulli hier ausgesucht. Der sieht so aus. Hier am Ärmel. Dann zwei Paar Hosen. Und zwar diese hier. Genau, also eine schlichte Jeans. Und dann noch eine graue Jeans. Der steht ja total auf grau, der Lissandro. Die sieht so aus. Ja, die finde ich auch mega schön. Und dann hat er sich noch einen mega tollen Pulli dazu ausgesucht. Und zwar diesen hier. Ja, ganz schick. Hier unten dann auch mit diesem Grau. Eben passend dann zu der Hose. Jawohl. Okay, und ich höre schon den Kleinen. Deshalb mache ich jetzt an dieser Stelle mal Schluss, weil ich noch ein bisschen was hier vorbereiten muss und dann eben in die Stadt fahre. Dann nehme ich euch wieder mit. Und zu dem Hochstuhl wird es dann natürlich auch noch eine Review geben. Ne? Also da werde ich euch sagen, wie der kleine Mann den findet. Die Bella chillt gerade ihr Leben. Hm? Chillst du gerade dein Leben, Bella? Also, ich muss mich beeilen. Ich bringe mal das Zeug in die Waschküche. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Auto wieder. Bis gleich! Vor lauter Eile habe ich vergessen, euch die Preise zu sagen von Lissandros Klamotten. Also der Pulli 39,99, die Hose 49,99,
Die Hose hier hat gar nichts gekostet scheinbar. Doch, hier auch 39,99 €. Und der Pulli, der war reduziert auf 19,99 €. So, jetzt bringe ich es aber wirklich runter in die Waschküche. Oh mein Gott, es gibt schon Osterhasen. Hilfe! Nein! So, ich habe jetzt alles erledigt. Und jetzt geht es für uns noch eine Runde spazieren. Bella wartet auch schon, da ist sie. Und zum DM wollte ich auch noch. Genau, hatte ich euch ja erzählt, weil ich noch die Creme holen wollte. Und das mache ich jetzt noch im Kinderwagen. Dann kommt die Bella auch noch mal raus. Und ja, ich habe mir jetzt schon schön warm eingepackt. Los geht's. Da ist sie, die Bella. Da ist sie, die Bella. So, der kleine Mann, der hat jetzt Hunger. Wir sind zurück vom Spaziergang. Das hat ihm gut getan. Aber jetzt hat er ganz viel Hunger, ne? Deshalb beende ich mal an dieser Stelle das Video. Ich muss dann noch die Küche aufräumen und sonst wird nicht mehr so viel passieren. Ich trinke mal in Ruhe dann meinen Kaffee. Endlich nach 2 Wochen wieder einen Kaffee. Und was Süßes habe ich hier auch liegen. Na? Und die Bella liegt auch hier. Die chillt auch gerade ihr Leben. Wartet, ich zeige es euch mal, wie süß sie da liegt. Schaut mal hier auf meinem Bein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann lasst mich gerne wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Willst du auch Tschüss sagen? Nee, ne? Willst du nicht Tschüss sagen, ne? Du willst jetzt was zu essen. Und warum sitze ich eigentlich hier auf dem Boden? Ha? Als hätten wir kein Sofa, ne?